Hallo und willkommen zu meiner Ankündigung zu meinen neuen Umbauprojekten. Vor einigen Monaten habe ich eine RE421 ersteigert, nicht von Märklin, sondern von Trix. Und nun, ich als Dreileiterfahrer muss die Lokomotive nun umbauen. Der einfachste Weg ist natürlich, oder wäre, Schleife drunter, Decoder rein, weil die Lokomotive ist noch analog. Und dann würde das passen, also die Lokomotive würde dann fahren. Aber da ich gerne in Zukunft eine Anlage bauen würde mit Rückmeldung, also mit Computersteuerung, wäre für mich der Vorteil, wenn die Achsen elektrisch verbunden wären. Ich hatte Glück und ein Freund von mir bot an, also er ist Zweileiterfahrer, seine Märklin, sieht man, RE420 anzubieten, also das Fahrgestell, und dass wir dann das Fahrgestell so dann tauschen. Ja, das ist ein größerer Eingriff dann, weil diese Lokomotive hat einen MFX-Decoder. Er möchte auch gerne wieder einen Decoder haben, der eine Rückmeldung hat. Also er bekommt dann diesen ESU-Decoder. Und eine Bedingung von ihm war auch, dass die Original-Lichter von Märklin in seiner Lok dann bleibt. Diese Lok bekommt dann nachher dieser MFX-Decoder. Und natürlich muss ich auch noch die Blenden tauschen, weil die Blenden, also die RE420, die fuhr ja nur in der Schweiz und die hatte keine Indusi. Die RE421 fuhr ja in Deutschland und in der Schweiz. Sieht man hier, hat zwei verschiedene Stromabnehmer, einmal Deutschland, einmal Schweiz. Also gewisse Strecken durfte sie auch noch in Österreich fahren. Und diese Lok hat noch gelbe LEDs und die bekommt dann noch weiße LEDs von Lüssi. Leider kann ich dann nicht alle Funktionen nutzen. Also ich habe dann nur den normalen Schweizer Lichtwechsel. Für mich reicht das, weil diese Lokomotive wird eh nie in Solofahrt unterwegs sein. Geht so für mich in Ordnung. Dann viel Spaß!